Hallo zusammen, willkommen bei meinem neuesten Video. Mein Name ist Jörg. Ihr seid in meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr da seid und euch dieses Video anschaut. Heute geht es um den Produktkey, den ihr immer kaufen müsst bei Windows oder Office oder ähnliches. Und manchmal kann so ein Key natürlich verloren gehen. Solltet ihr allerdings den Computer noch haben, wo die Software installiert ist, dann gibt es da eine schöne Hilfe. Was für eine Hilfe das ist, das zeige ich euch jetzt hier in diesem Video. Ja, das Video wird euch gar nicht so lange aufhalten, denn die Anwendung ist denkbar einfach und schnell. Es gibt wie für die meisten Sachen, die man so benötigt, immer irgendwie ein kleines Tool, irgendein kleines Programm, was uns halt das Leben ein wenig erleichtert. Und das möchte ich euch ganz kurz mal zeigen. Und zwar gibt es ja eine Firma, die dieses kleine Programm programmiert hat. Ich zeige es euch mal. Und zwar die Firma Nearsoft. Die hat hier ein Produkt-Key-Auslese-Tool generiert. Und das könnt ihr euch hier auf der Webseite runterladen. Da wird auch beschrieben, was sich so verändert hat. Und ich selber habe es jetzt mal mit zwei verschiedenen Computern getestet. Einmal mit einem Windows 7 Betriebssystem und einmal mit einem Windows 10 Betriebssystem. In der 32 und 64-Bit-Variante funktionieren beide wunderbar. Kleiner Hinweis, achtet auf die Anweisung auf der Webseite. Zum Runterladen müsst ihr nach unten. Und dann findet ihr hier im oberen Bereich, findet ihr dann das Programm und könnt es dann von da aus runterladen. Solltet ihr eine deutsche Datei, also eine Übersetzung benötigen, dann könnt ihr die auch runterladen. Da gibt es unten eine schöne Liste, da könnt ihr die dann euch hier die passende runterladen. Aber wer dafür eine Übersetzung braucht, der ist selber schuld, weil letztendlich ist es eigentlich nur zwei Klicks oder drei, die dann im Grunde genommen schon das Ergebnis liefern, was man gerne hätte. Das möchte ich euch jetzt mal kurz zeigen. Wir gehen mal hier auf den Windows 7 Computer. Das ist ein virtueller Computer, den ich installiert habe, der noch keine Lizenz hinterlegt hat, aber Windows gibt immer in der Basisinstallation wird da immer ein Key hinterlegt, den ich euch zeigen kann. Der muss natürlich am Ende dann auch aktiviert werden und gültig sein. Also den Key, den ihr jetzt hier seht, das ist keiner. Was muss ich machen? Ihr braucht im Grunde genommen nur das Programm runterladen. Ich habe das jetzt hier mal geladen. Das kommt mit einer ZIP-Datei, da ist eine README drin und eine Exe-Datei. Und diese Exe-Datei ist jetzt die, die wir hier haben. Und in dem Moment, wo ihr doppelt auf die Exe-Datei klickt, wartet schon. Hier haben wir im Grunde genommen den angegebenen Produkt-Key. Und da braucht also letztendlich überhaupt nichts mehr gemacht werden. Windows zeigt den an oder gibt den aus. Der wird also aus der Registry herausgelesen. Und ihr könnt den jetzt abschreiben und dann für eine Neuinstallation zum Beispiel verwenden. Ja, also mehr ist da eigentlich gar nicht zu sagen. Ja, also wie ihr seht, ein ganz feines, kleines, super Tool, mit dem man den Produktkey auslesen kann. Das gilt auch für Office-Anwendungen oder ähnliches, also Microsoft-Produkte. Und dann könnt ihr im Notfall euren Computer wieder neu aufsetzen, die Software neu installieren oder ähnliches. Also das würde ich sagen, top. Ja, das war es dann auch schon mit dem Video. Sollte euch das Video gefallen haben, dann würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ganz wichtig für uns. Solltet ihr noch Fragen dazu haben, dann gerne unten in die Kommentarfunktion eingeben. Ich versuche, alle Fragen zu beantworten. Und dann würde ich sagen, ansonsten bis zum nächsten Mal.